Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Triss Talk. Um genau zu sein, die 20. Folge, also Special-Folge mit Special-Gast. Super geil. Unser heutiges Thema ist von... Wem war das nochmal? Moment, ich blende es jetzt hier ein. Also Thema ist YouTube-Stars und was ich davon halte, was er davon hält, was die Sonne davon hält. Und jetzt gibt es erstmal das Intro. Also fangen wir mal an. YouTube-Stars, das ist ein ziemlich großes Thema, deswegen teilen wir das jetzt mal ein bisschen ein. Wirklich großes Thema. Sehr großes Thema. Gehen wir erstmal logisch an die Sache ran. YouTube-Stars, was sind für mich YouTube-Stars? Das könnte man jetzt entweder daran festmachen, an der Zahl der Abonnenten, das finde ich aber irgendwie ein bisschen zu... Vage. Sehr vage. Deswegen eher auf die Qualität der Videos. Zum Beispiel Waititi, Kronk, die ganze Schiene Let's Player und Real-Life-Videomaker könnte man nennen, muss man aber nicht. Es gibt ja auch kleinere YouTuber, die super Videos produzieren, denen eigentlich... Wir zum Beispiel? Naja. Ja, wir machen ganz viel Liebe in unsere Videos rein, die ihr ja definitiv merkt. Also, wir sind ja bei dem ganzen Strissriss bei Liebe in die Videos reinstecken und auch die Verbundenheit zu seiner eigenen Community. Und da meine ich zumindest, dass die kleineren YouTuber da wesentlich mehr Arbeit reinstecken als die... Ich weiß nicht, das hört sich irgendwie scheiße an, aber die großen YouTuber haben ja gar nicht mehr die Möglichkeit dazu, sich so um ihre Community zu kümmern, weil es einfach zu groß ist und das Thema auch für die irgendwann total abgehoben ist. Weil die haben ja auch noch andere Sachen wie Twitch, Twitter, Facebook, worum sie sich alle kümmern müssen. Und auch da werden Anfragen gestellt, da werden Kommentare geschrieben oder Anregungen von Zuschauern mit eingebettet. Deswegen, ich verstehe es auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite wäre es natürlich schöner, wenn auch die großen YouTuber irgendwie es noch schaffen würden, sich um alle Kommentare zu kümmern. Deswegen da auch kein negatives Feedback zu den großen YouTubern. Ich könnte da eh nicht großartig aufmucken, weil es würde auch nichts bringen. Aber... Man könnte ja eigentlich so sagen, große YouTuber kann man fast schon schauen wie Fernsehen und kleine YouTuber, da kann man sich als Zuschauer noch mit einbringen und Anregungen mit reinbringen, so wie bei diesem Format, wo eure Kommentare als Thema genommen werden. Das hat sich gerade extrem nach Eigenwerbung angehört. Egal. Ansonsten ist da nicht wirklich viel zu sagen bei den größeren YouTubern. Ich würde dann jetzt eher gerne auf kleine YouTuber kommen. Beziehungsweise noch ein großer YouTuber, der mir immer wieder sauer aufstößt, was ich hoffentlich jetzt nicht zu negativ rüberbringe, weil ich will ja keine Hatewelle, das wäre negativ. Deswegen kommen jetzt 2, 3, 4, 5, 6 Kommentare von anderen YouTubern, beziehungsweise Kommentare, die auf ihre Videos geschrieben worden sind, die ich euch gerne zeigen würde. Also angefangen mit Dani LP, sie ist eine Let's Playerin, ich glaube sie hat so um die 20.000 Abonnenten, also schon eine etwas höhere YouTuberin. Bei ihr ist es so, sie wurde jetzt... Wie soll ich es ausdrücken? Naja, niedergemacht bzw. in YouTube oder Internetsprache geraped von dem YouTuber KuchenTV. Also KuchenTV ist ein YouTuber, der eigentlich nur darauf abzielt, zumindest früher, andere kleinere YouTuber niederzumachen oder teilweise auch größere, wobei die größeren sich da einfach gedacht haben, scheiß drauf. Nur jetzt hat er auch eine sehr große Reichweite anerlangt und kann sich von mir aus guter YouTuber nennen, wenn er das will. Nur ihm ist anscheinend irgendwas sauer aufgestoßen, was bei Dani LP war. Und daraufhin hat er halt mit ihr eine Konferenz gehalten und leck mich am Arsch und lauter Zeugs. End vom Lied. Sie hat ein wunderschönes Video von ihm bekommen. Dani LP geraped oder irgendwas von wegen Anzeige raus. Also das Thumbnail war, glaube ich, von den zwei Bullen von Sat1 oder was auch immer war. Wenn ihr wisst, was es ist, dann schreibt es in die Kommentare. Ich werde jetzt hier irgendwo den Spaß einblenden von dem Video. Könnt ihr euch auch... Obwohl, könnt ihr euch gerne angucken, ist jetzt eher schlecht gesagt. Ihr könnt euch den Scheiß antun. So, die Auswirkungen sehen wir jetzt auf dem Video. Dani LP, das Geheimnis oder Peters Geheimnis, auch wieder hier irgendwo eingeblendet. Darauf sind einige Kommentare zu finden, die wir uns jetzt mal anzeigen lassen auf dieser Seite wieder oder auf dieser Seite irgendwo. Und ich sag mal ungefähr, was ich davon halte, beziehungsweise was davon jeder normale Mensch hält, der ein bisschen Krips im Kopf drin hat. Deswegen fangen wir jetzt einfach mal an. Angefangen mit dem Kommentar von... Kuro Hakai, scheiß Video, Punkt. Daraufhin hat ein anderer YouTube-Kanal, Klapsi und Mühle 2, Hashtag Daniator4Life, hört sich irgendwie ein bisschen fanlastig an, aber darauf geantwortet, scheiß Kommentar, ist meiner Meinung nach auch richtig so. Und Daniel P. hat sich darunter selber geäußert, danke für die konstruktive Kritik, logischerweise nicht wirklich so ernst gemeint, eher sarkastisch.
Weiter geht's mit dem Kommentar von KingersMC, also sehr wahrscheinlich Minecraft, was man auch an dem Bild von ihm erkennt. Dani, wann ficken wir? Fragezeichen. Soll ich da jetzt großartig was zu sagen? Bis auf das Wann sogar noch falsch geschrieben ist. Also entweder war es entstanden durch sehr viel Alkohol und Drogen, dieser Kommentar, oder einfach nur durch kindliche Dummheit plus Hate plus negatives Karma, whatever. Naja, also großartig was dazu sagen kann man nicht, außer bitte schreibt so Kommentare niemals unter irgendein Video, scheißegal was es für ein scheiß YouTuber ist. Am besten schreibt man dazu einfach gar keinen Kommentar und fertig ist. Kommen wir zum nächsten Video, und zwar ein Video von Simon Desue. Und darunter wurde geschrieben, Simon, wie siehst du ungeschminkt aus? Und darauf hat der YouTuber Simon, Simon Desue, geschrieben, frag das mal deine Mutter, sie weiß das, bin im Bett halt nie geschminkt. Ja, was soll man dazu sagen? Also ich finde irgendwie so ein YouTuber, der schon eigentlich auch eine große Volksschaft hat und Fans, sage ich jetzt mal, der sollte sowas nicht an seine Fans schreiben. Also das ist irgendwie so Dislike. Ich weiß auch nicht, was er sich dabei gedacht hat. Anscheinend kann er es sich erlauben, aber er hat darauf auch eigentlich von vielen anderen gute Kritik bekommen. Also die fanden das alle lustig, dass er den einen darunter gemacht hat, aber irgendwie ist das, nein, das sollte man nicht tun. Also wie unser Special Guest jetzt schon formuliert hat, Simon Desue hat ja, naja, wie soll man es formulieren, gekontert zu einem Kommentar von einem, der ihn halt angegriffen hat. Das kann man jetzt positiv, negativ sehen. Die meisten Zuschauer von ihm, die halt dann noch einen Kommentar drunter geschrieben haben, fanden es eher lustig. Das kann man sich aber meistens auch nur erlauben, wenn man eine große Reichweite hat. Übrigens, große Reichweite, da müssen wir noch hin. Also wir haben jetzt gerade beschlossen, wir machen einen kurzen Schnitt, bis wir oben am unserem Ziel angelangt sind. Also bis gleich. Damit wären wir auch so gut wie am Ende unseres wunderschönen Videos mit einer fabelhaften Aussicht und einem wunderschönen Kreuz. Zum Ende sei noch zu sagen, dieses Video sollte auf keinen Fall irgendwie negativ wirken oder auch nicht herablassend für diesen netten einen YouTuber, den wir eben mal als Beispiel genommen haben, für negatives Feedback für denjenigen, der halt vorher einen Kommentar geschrieben hat, der es bestimmt auch nicht so ernst gemeint hatte. Ansonsten sei noch zu sagen, am Ende, ich würde noch gerne ein paar Kommentare, die wir halt unter andere Videos geschrieben haben, hier zeigen. Meistens immer derselbe Kommentar, aber ich finde, der strahlt so ein bisschen was Positives aus und es haben sich auch einige Leute gefreut. Die Kommentare haben meistens einige Daumen nach oben gegeben, also denke ich mal schon positiv und nicht negativ. Die blende ich dann jetzt einfach mal hier in dieser wunderschönen Aussicht ein. Ihr könnt sie euch gerne angucken, ihr könnt es aber auch sein lassen. Sonst sei noch zu sagen, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und haut rein. Auf Wiedersehen. Ein Marienkäfer. Wenn ich noch näher dran gehe, dann ist er platt.